Crikey, what a beautiful snake! Gotcha! Crocodile Hunter! Oh, my. This snake is so oh Mann, diese Schlange ist wirklich like gefährlich. Man fässt sie besser nicht so an, oder sie wird wirklich böse. Hallo? Bernhard! Ja, 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 ich back mir nen Kakao! Bernhard! Wo bleibt mein Kakao? Ich hab Durst, Bernhard! Rock'n'Roll-Musik? Bernhard, du hast gesagt, du kümmerst dich um mich, auch wenn ich 200 Kilo wiege. Diese verdammten Kids mit ihrer Rockmusik und Pac-Man-Videospielen. Es ist mir egal, wenn mein Haus im Hintergrund abfackelt, wenn ich den Topflappen voll in die Flamme geworfen hab. Ja, ja, gleich bin ich da, gleich mache ich euch fertig. Passt nur auf, jetzt kommt Opa. Mann, ist das staubig hier und voller Spinnenweben. Ja, ja, da sieht man's mal wieder, dass hier die Rocker wohnen. Bist du es etwa leid, mich zu pflegen, Wurmschwanz? Oh nein, nein, mein Lord, es macht mir überhaupt nichts aus. Ich liebe es geradezu, euch mit Babybrei zu füttern und euch die Windeln zu wechseln. Ich glaube, ich habe Muttergefühle entwickelt. Am liebsten würde ich euch meine Brust geben. Oh Moment, ich bin fett, ich hab Brüste. Nein! Oh. Hallo Meister, hier ist der Schnulli, den du haben wolltest. Ach, vielen Dank. Kannst du mir noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Ja, ja, okay. Also pass auf, es war einmal ein ganz kleiner, niedlicher Hund und der ist so durch den Wald gelaufen und war alles schön und überall waren Blumen und dann kam so eine Hexe und hat ihn so voll mit dem Auto überfahren. Ach du Scheiße, eine Schlange! Oh, das ist nur Nagini, verdammt. Also entweder hat Nagini gesagt, da steht ein Mann vor der Tür und belauscht uns, oder sie wird von einem strangen Australier namens Steve Irwin verfolgt. Ist er nicht tot? Ich kann ihren Dialekt nicht so gut einordnen. Was jetzt, Meister? Mach den Eindringling fertig. Mann. Ja, Meister. Ich wollte... Wo bleibst du denn? Ja, yeah. Pamela Anderson, Gina Wild, Heidi Klum, Hugh Jackman. Harry! Was? Wieso? Warum? Was machst du hier? Schon mal was von Privatsphäre gehört oder von Anklopfen, hä? Was willst du? Die Tür stand offen. Außerdem hat man dich bis unten in die Küche gehört. Wach auf, Ron! Wach auf! Was machst du hier? Ich dachte, ich komme einfach nur so um 3 Uhr morgens, ohne Grund zu euch und weg euch. Wir machen doch heute den Ausflug, ihr Wichser. Manu, ich hab so schön geträumt von Mettklößchen. Kommt nun, Kinder, Ausflug geht los. Ja. Komm, wir singen jetzt unser Reiselied. Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven. Arthur, na, wie geil die da? Jo, ganz gut, aber die Kinder haben nach 200 Kilometer schlapp gemacht. Und wie geil die da? Wo ist überhaupt dein Sohn? Wollt ihr da nicht mitkommen? Nix passiert. Guten Tag, du bist der Junge, der am Ende stirbt, ne? So dumm, ey. Oh mein Gott, du bist Harry Potter, oder? Ja. Hey, freunde dich nicht zu sehr mit meinem Sohn an. Der stirbt nämlich am Ende vom Film. Okay, danke. Mann, wie lange müssen wir denn noch gehen? Wohin geht der Ausflug überhaupt? Ich sag nur eins, Disneyland. Ist es nicht. Oh mein Gott, nein! Das kann ja wirklich wahr sein. Das ist ja besser als Disneyland. Ein Ausflug zu einem Schuh. Das muss ja wahnsinnig teuer gewesen sein. Der ganze Weg nur wegen so einem alten Gammelschuh, das kann ja wohl nicht angehen. Halt die Fresse, unsere Familie kann sich nicht mehr leisten, du Pisser. Okay. Ja, du bist fast alle den Schuh an. Oh, ich will auch den Schuh an. Ich hab Scheiße angefasst. Oh, das bringt Glück. Harry, willst du auch Scheiße anfassen? Nein. Oh, jetzt nein. Geht das richtig. Schuh, auf was für
einem Trip bin ich denn hier? Und Gott, wir können fliegen. Was zum Geier ist hier los? Was ist? Hi, ich hab mir die Nase geputzt. Wollen wir Freunde sein? Okay. So, dann wollen wir weitergehen. Hey, ey, was war das gerade? Hey, fandet ihr das nicht auch unnormal? Hallo? Ey, wartet auf mich. Hey, hört auf mich zu ignorieren. Ey, ich... So, dann. Oh, was ist hier denn los? Kaufen Sie meine Fusselbälle! Kaufen Sie! Die können fliegen! Die sind toll! Geklaute Autoradios! Wer möchte ein geklautes Autoradio? Alter, ist ja geil hier! So, da wären wir! Das ist unser Zelt! Kommt mal rein, dann könnt ihr rausgucken! Okay! Hui! 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 So, und ich auch noch! Aber wenn die ganze Familie vorher zu Hause war, wer hat dann das Zelt aufgebaut? Scheiße, Rucksack, was haben die Kinder da wieder alles eingepackt? Meine Madman-Actionfigur. Und Stein-Sandwiches. Oh, das ist ja nun mein Lieblingsessen. Ich gehe ins Schlafzimmer. Ich auch. Oh, Harry, wie findest du die Bude? Geil, Lomatico. Ich kann unser Haus von hier sehen. Na, sieh mal einer an. Die Unterklasse ist eine Etage höher als ich. Ist das witzig, Dad? Oh Mann, du machst echt die besten Witze. Ich meine, es ist so witzig, wenn man darüber nachdenkt. Halt mal die Fresse, das ist überhaupt nicht lustig. Ach, komm, wir hauen ab, ey. Mein Lieblingsfinger. Oh, da war eine Fliege. Ich wollte sie nur verscheuchen. Danke. Hey, Quidditch Meister wird nur der SVW! Oh, anscheinend hat niemand dem SV Werder Bremen gesagt, dass es sich hier um Quidditch handelt und nicht um Fußball. Tja, und weil sie nicht fliegen konnten, mussten sie alle sterben. Alter, Leute, die sind abgestürzt. Nein, sie sind geflogen. Sie konnten fliegen. Das ist nicht ehrlich. Wir sind völlig verrückt. Ihr lebt in einer Traumwelt. Haha, man lebt in der Realität. Haha, real life hack. LOL. Roffel. Klappe dicht. Hört ihr das nicht? Ich glaube, es ist Krieg draußen. Schnell alle raus. Los, schnell, Oh Gott, schnell, schnell. Wer greift denn überhaupt an? Ich sag nur eins. Die Russen sind dort. Achtung, verehrte Gäste. Es herrscht Krieg. Bitte rennen Sie jetzt schreit im Kreis. Danke. Oh, okay. Schnell, komm hier, Harry. Ja. Geh mit meiner Laterne und meiner Laterne. Oh, scheiße, Laterne laufen. Oh, leuchten die Sterne und leuchten die. Harry! Harry, komm schnell mit uns! Ja, Moment, ich komm gleich. Einen Moment. Harry! Ja, gleich, ich komm noch gleich. Harry! Ja, ich wollte noch ein Autoradio kaufen. Moment. Wo war denn der Stand hier jetzt nochmal? Mein Licht geht aus, wir gehen noch raus. Bam! Bam! Ich liebe diesen Song! Ich bin hingefallen, ich kann nicht alleine aufstehen. Hilfe! Hilfe! Oh, ich hoffe, wir können bald aufhören zu rennen. Hilfe! Ich glaube, das reicht.